Im Zuge einer Pressekonferenz wurde am Flughafen Wien-Schwechat das Programm Net Zero 2050 vorgestellt. Mit dem Programm wird ein CO2-emissionsfreier Betrieb aller Flughäfen in Österreich bis zum Jahr 2050 angestrebt. Doch was sind die Verursacher für CO2-Emissionen auf Flughäfen? Das ist in erster Linie der Elektroenergiebedarf, das ist Raumwärme und Raumkälte, sowie der Treibstoffverbrauch im Vorfeld durch also Fahrzeuge oder die Energieversorgung der Flugzeuge, wenn sie parken. Obwohl der Flugverkehr nicht zu den Hauptverursachern der weltweiten Kohlendioxidemissionen zählt, ist man dennoch bemüht, diese zu verringern. Ja, global ist die Luftfahrt für 2,7% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Innerhalb Europa ist es noch deutlich weniger, in Europa 0,5%, in Österreich sogar 0,16%. Also insofern sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, aber der eigentliche Anteil ist fast zu vernachlässigen. Der Weg von Net Zero wurde bereits geebnet, denn man konnte die CO2-Emissionen auf Österreichs Flughäfen in den vergangenen Jahren bereits maßgeblich verringern. Es sind sehr viele Maßnahmen gesetzt worden im Bereich der LED, also LED-Beleuchtungsanlagen, sowohl auf dem Vorfeld als auch in den Gebäuden. Es sind sehr viele Maßnahmen im Bereich der Energieversorgung, Optimierung hier von Schaffung von neuer Energieeffizienz. Es sind sehr viele Maßnahmen bei der Anschaffung von Geräten und Anlagen gesetzt worden. Es ist die Elektromobilität groß ausgebaut worden auf allen Flughäfen in Österreich. Und hier sind in der Vergangenheit, seit von 2010 bis 2018, rund 60% an CO2-Emissionen eingespart worden. Dennoch wird man auch in Zukunft auf weitere Maßnahmen setzen, um bis zum Jahr 2050 den Flughafenbetrieb komplett von Kohlendioxid zu befreien. Es wird weiter notwendig sein, dass man immer mehr auf Batteriebetrieb umstellt, was sozusagen die Fahrzeuge betrifft. Es wird notwendig sein, dass man sozusagen bei der Strom-, Wärme-, Kälteversorgung komplett auf Mittel umsteigt, die sozusagen, wo kein CO2 in der Produktion erzeugt wird. Und ich bin überzeugt, dass uns das bis 2050 gelingen wird. Die österreichischen Flughäfen haben sich somit die Landeerlaubnis in einer CO2-freien Zukunft erteilt.